Letzte Vorbereitung treffen und dann geht's vorwärts. Trink mal schnell meinen Kaffee leer und dann werden wir angreifen. So. Warten wir noch, bis die letzten Einheiten hier hochgeschippert sind und dann geht's los. Vorwärts! Auf zu Toren, auf zu Verderben! Attacke! Gott will es! Gott will es! Krieg ist ein gefährliches Spiel, mein Lord. Das Schwein stürmt den Burgkrieg. Eine Nachricht. Vorwärts. Hier los. Und schnell unsere Männer, die überlebt haben, zurückziehen. Eine Nachricht vom Schwein. Um sie vor dem Kreuzritter hier zu retten. Oh, wir haben sogar Waffen bekommen. Klotzen wir die nochmal hier nebenhin. So, und jetzt habe ich eine Überraschung, beziehungsweise ich habe mir überlegt, ein paar Katapulte schnell zu bauen. So 5-6 Stück. Und dann werden wir den Gegner damit ganz schön einheizen. Gibt's ein heißes Battle mit einem Wüstenstaub hier. Euer Gnaden. Ein guter Plan. Ein guter Mann. Oh, so viele Steinlager und wir können sie nicht holen, wenn wir kein Holz haben. Das ist ärgerlich. Das ist wahr. Zeig dir, wie man es mal macht es. Was soll konstruiert werden? Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. So. Konstruieren genau Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ich würde mal 100 Steine jedem geben. Wir haben genug. Katapult bereit, my lord. Katapult bereit, my lord. Hinterher werden wir in zwei Gruppen spalten. Eine Einheit wird hier oben angreifen, die andere frontal. Und da werden wir dem erstmal schön das Torhaus einreißen und seine Türme kaputt machen, soweit das irgendwie möglich ist. Mal 60 muss reichen. Das ist das Hauptheer, da kommen gleich noch mehr Männer dazu. Werden wir jetzt noch verstärken. Wir werden überfallen. Ich guck mal eben schnell, wie viel Gold er noch hat. Ja, man könnte ihm jetzt hier unten ärgern, hier unten 10 Pferde oder so hinschicken, dass er keine Ressourcen mehr abbauen kann und ihm die Wirtschaft kaputt machen, aber das muss man nicht unbedingt. Kann man machen, aber ich mach's jetzt mal nicht. Katapult bereit, my lord. Al-Hisan sari. Mustahil. Bi-amri. Al-Faras ta'du. So kaufe ich noch ein bisschen Sachen, damit der Kornspeicher nicht gleich voll ist und das Lager auch nicht voll wird. Ich nehme jetzt noch das Chicken. Und dann gehen wir auch schön Krieg spielen. So, was ist unser Lager? Gut. Lassen wir den Kampf beginnen. Rücken wir vor. Die Mange wird jetzt zwar die ganze Zeit auf unsere Truppen schießen, ist aber nicht so schlimm. Da muss man durch, wenn man Krieg führen will. Vorwärts. Von hier ab können wir nicht mehr zurück. Ich habe den Befehl gegeben. Jetzt wird angegriffen. Los, vorwärts, meine Fädchen! Torhaus kaputt machen, los, macht dein Torhaus kaputt! So gut wie erlebt! Zum Ohrkum? Nennt aber! Eine Nachricht
Gedicht von Richard Löwenherz. Schön. Ist doch ein fairer Kampf. Scheiß Level. Wie wäre es mit einem fairen Kampf? Ich find's gut. Nun eine Nachricht von Richard Löwen. So, wir machen unsere anderen Pferde wieder runter und können wir jetzt nicht wieder vor die Burg direkt würgen. Jetzt sind wir schon in der Festung drin, jetzt können wir ihn einstöten, aber ich mache ihm noch schnell den Turm kaputt. Ja, dann haben wir auch Mission 21 gut gemeistert, wie ich finde. Nach anfänglichen Aufbauschwierigkeiten haben wir auch den Part gut auf die Reihe bekommen. War ein sehr spannender und actiongeladener Part, eine sehr gute Mission, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch, und ich verabschiede mich jetzt schon mal für die Mission, weil ich werde jetzt meine Männer in die Burg schicken, den Dire töten, und dann sehen wir uns in der nächsten Mission wieder. Ich freue mich auf euch, bis dann Leute, ciao, bis zum nächsten Part. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Ein König, der sich in der Burg versteckt, spricht wahrlich für sich, doch verstecken muss ich mich. Wir werden überfallen! Stirb! Los! Sehr schön! Nettmann! Eine Nachricht von Richard Löwenherz. So wurde ich besiegt. Und meine Knochen müssen in dieser elendigen Sandwüste ruhen. Sieg!